Hallo, wieder, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wieder, wie den Monat April, die Energie für den Monat April für dich ist, ja? Schauen wir mal zusammen. Die Karte, der Tod hat sich umgedreht. Puppe der Münzen. Unter dem Deck wieder haben wir einen König der Münzen, Stier, Steinbock, Jungfrau. Eine ermächtigte Energie wieder, ja. Also wir können hier auch über einen Chef reden oder wie gesagt, Münzen sind hier zu sehen, was auch mit Arbeit zu tun haben könnte. Das müssen wir jetzt auch natürlich sehen, wieder, was das hier vielleicht für dich heißen kann. Aber ein König der Münzen. Wie gesagt, Erde, Element und eine sehr stabile Energie, was für manche auch für eine Langzeitbeziehung reden könnte, für einen Ex, einen Ehemann, eine Ehefrau. Ja, es kommt drauf an, ja, wie jeder Situation für sich jetzt, aber die Energie für den Monat April wieder für dich zeigt sich schon mit einem König der Münzen ist eine Karte, eine Energie mit viel Reichhaltigkeit, ja. Also immerhin ist die Energie ist positiv. Ja, also die Energie in sich ist positiv. Jetzt müssen wir natürlich schauen, weil es handelt sich hier um diese Energie, was auch mit einer Person zu tun haben kann, ja. Von da aus müssen wir jetzt schauen, schau mal hier wieder, also König der Münzen, König der Schwerter, die Karte die Kraft, der Eremit, also Sternzeichen Jungfrau, Löwe,
Erde, Luftelement. Wir haben zwei König hier wieder. Also König der Schwerter, König der Münzen. Also du siehst, diese zwei Energien sind da. Zwei große Arkana, der Eremit, die Kraft. Wir schauen zusammen jetzt, weil wir haben hier interessante Karten auf dem Tisch wieder. Ich hole mir jetzt mehrere Karten auch dann als Klärung, aber schauen wir mal zusammen, was diese Energien für dich heißen können, ja? Ja. Unter dem Deck zwei der Münzen wieder. Also du siehst, zwei Möglichkeiten sind hier zu sehen. Vielleicht gewisse Zweifel wegen einer Entscheidung, die man treffen möchte, sollte. Ist eine Karte zwei der Münzen, hatten wir auch gestern, nämlich bei Sternzeichen Steinbock gehabt. Ja, also es gibt hier natürlich viel zu tun, also viel zu tun gleichzeitig. Man lenkt sich irgendwie mit einer bestimmten Tätigkeit oder Routine ab. Ja, man lenkt sich ab, damit man nicht an andere Sachen denken braucht. Ja, also irgendwie, aber man weiß natürlich, dass man hier sehr wahrscheinlich eine Entscheidung treffen muss. Man lässt sich aber Zeit. Ja, man lässt sich tatsächlich hier Zeit. Ja, also weil. Wie du siehst wieder. Also hier habe ich zwei der Münzen, zwei Situationen, zwei Personen, ja. Und du hast es gerade gesehen, wir haben auch hier zwei Personen, zwei Situationen. Und irgendwie der König der Münzen ist auch eine Energie, die langsam ist, ja. Man lässt sich tatsächlich hier Zeit, ja. Münzen sind am Ende auch eine langsame Energie. Zweite Münzen, fünfte Münzen. Ja. Also irgendwie gibt es hier so ein Gefühl von Verlust, ja. Also wieder, schau mal jetzt in der Mitte von deiner Kartenlegung für den Monat April. Zweite Schwerter. Nochmals habe ich hier die Nummer 2. Die Nummer 2, wie du siehst, wiederholt sich zweimal. Ja, also es gibt hier irgendwie eine Situation, die kompliziert aussieht. Irgendwie. Eine Entscheidung. Im Prinzip könnte man hier denken, dass man hier Zweifeln hat, eine Entscheidung zu treffen. Und ja, es kann mit den Emotionen auch zu tun haben. Und es ist kompliziert. Man weiß nicht, was man machen soll. Irgendwie. Nummer 2, wie du siehst, wiederholt sich bei dir dreimal. Ja? Also die Nummer 2, 2, 2 ist eine wichtige Nummer für dich. Wieder kannst du auch im Internet als Engelnummer nachforschen, weil es gibt eine wichtige Botschaft für dich. Ja? Zweite Schwerter begleitet mit 10. Schwerter. Wir haben viele Schwerter. Ja? Vielleicht hast du auch mit einem Luftelement zu tun, wieder. Also es könnte Zwilling, Waage, Wassermann sein. Muss nicht sein, aber irgendwie sind viele Schwerter auf dem Tisch. Und wir haben auch einen König der Schwerter, ja. Also wieder, wir haben hier mit einer Situation für dich, die wirklich mit einer Vergangenheit zu tun hat. Ja, und das zeigt nämlich diese 10 der Schwerter auch. 10 der Schwerter, 2 der Schwerter. Es gibt hier eine Situation für dich, die wirklich nicht, sich nicht leicht fühlt. Ja? Gerade sehe ich in meiner Uhr auch die Nummer 222 wieder. Also diese Nummer solltest du wirklich im Internet als Engelnummer oder in der Spiritualität nachforschen. Es gibt eine wichtige Botschaft für dich, ja. Nochmals die Nummer 2, ja. Also es gibt hier tatsächlich wieder ist eine Bestätigung, dass du im Monat April irgendwie in so eine Situation konfrontiert wirst. Ja, und das hat schon bereits mit einer
bestimmte Situation in deinem Leben, die vielleicht schon beendet war, also die schon lange beendet war. Und trotzdem hast du noch mit dieser Situation irgendwie zu tun. Wir haben hier mit vielen Gedanken, ja. Also Gedanken sieht man hier und ja, also Gedanken sieht man hier. Ich meine, es gibt hier eine komplizierte Energie, wenn ich dir ehrlich bin, in der Mitte, direkt in der Mitte als Thema. Und ja, ich denke tatsächlich wieder, dass das für dich mit einem König der Münzen zu tun hat. Stier, Steinbock, Jungfrau, sonst mit einem Chef, für manche eine Chefin, einen Ex, ja. Einen Ex, es spricht sehr viel für einen Ex tatsächlich, egal welche Sternzeichen diesen Ex hat, ja, weil man sieht hier nur eine stabile Energie, finanziell gesehen auch eine stabile Energie, und aber irgendwie du siehst, ja, ich kann auch für einen Vater reden, für eine Mutter, also es ist verschieden, für jede Situation spricht anders, aber wirklich die Nummer zwei wieder sehr wichtig hier. Ja? Eine sehr wichtige Nummer für dich hier. Ich muss dir sagen, ich habe der König der Münzen, aber die Königin der Münzen ist auch auf dem Tisch. Ja? Und ein König der Kelche auch. Ja? Also, wieder, jetzt hole ich mir mehrere Karten als Klärung. Und währenddessen bedanke ich mich auch bei dir für deine Unterstützung in unserem Kanal, für deine Likes, deine Abos. Dankeschön. Wow. Vier der Schwerter, irgendwie eine Pause zeigt diese Karte wieder, eine Zeit zum Nachdenken, irgendwie keine Kommunikation oder Abstand jetzt hier genommen. Vielleicht spricht diese Karte in manchen Fällen für eine Krankheit, für manche wieder, aber diese Karte deutet schon auf eine Zeit, die man sich nimmt zum Nachdenken und genau. Ja, sehr stark zu sehen hier dieses Nachdenken über eine bestimmte Situation, über die Zukunft, ja. Also ein Nachdenken über die Zukunft und Königin der Schwerter auch da. König der Schwerter habe ich zweimal auf den Tisch wieder. Also Luftelement sehr stark zu sehen bei dir. Zwei der Schwerter nochmals hier zu sehen. Die Karten wiederholen sich. Zwei der Stäbe habe ich auf den Tisch auch. Die Nummer zwei wiederholt sich auch wieder hier sehr viel. Ja. Wow, total viele Menschen, also wirklich viele Energien, ne? Wieder viele Energien auf den Tisch. Ja. Unter dem Deck habe ich die Karte der Tod. Wieder Sternzeichen Skorpion. Diese Karte hat sich auch, als ich die Karten zusammengemischt habe, hat sich auch umgedreht. Habe ich dir ja gesagt. Ist eine Karte, die wirklich für eine tiefe Transformation spricht in deinem Leben, ja? Fünfte Münzen haben wir auch auf dem Tisch schon gesehen. Und Wassermann, Sternzeichen Wassermann, sehr stark zu sehen, ja. Wir haben sehr interessante Karten auf dem Tisch. Wieder mit diesen zweiten Schwertern. Diese Situation, wo man weiß, man irgendwie, man muss eine Entscheidung treffen, aber es ist kompliziert oder es fällt schwer irgendwie. Es ist nicht leicht, ja, es ist nicht leicht. Haben wir die Karte die Sonne, Sternzeichen Löwe, Ast der Kelche.
Also irgendwie, wieder irgendwie mein Gefühl hier ist, man hätte möglicherweise eine neue Person kennengelernt und möglicherweise reden wir über eine wirklich starke Seelenverbindung zu einer Person, ja, eine starke Seelenverbindung zu einer Person und man hat eine neue Person kennengelernt irgendwie und man muss hier eine Entscheidung treffen. Ja, weil die Karte die Sonne ist die beste Karte im Tarot. Die beste Karte im Tarot, die wirklich auch mit neuen Anfängen zu tun hat. As der Kelche und die Karte die Sonne. Für mich zeigt sich hier eine neue Situation in deinem Leben wieder, die wirklich mit einer neuen Person zu tun haben könnte. Also die Karte die Sonne wieder deutet ja auf Babys auch. Babys, die vielleicht auf die Welt kommen, also neue Geburt. Eine neue Geburt sieht man hier. Viel Licht, viel Klarheit in einer Situation. Ja, also viel Reichhaltigkeit hier und also wieder. Diese zwei Karten zusammen, As der Kelche und die Karte die Sonne, ist wirklich eine sehr schöne Mischung von Karten. Wirklich eine sehr schöne Mischung von Karten. Und wir reden hier über wirklich Selbstliebe. Ja, natürlich Selbstliebe, aber nicht nur das. Wir reden hier über eine neue Möglichkeit, die das Universum für dich zur Verfügung stellt. Ich könnte es denken, wie gesagt, dass wir hier mit Seelenpartnern zu tun haben. Ja? Und genau. Ist interessant, weil man sieht eine Entscheidung und man sieht, warum die Entscheidung getroffen werden muss. Weil hier ist bereits eine neue Situation in deinem Leben gekommen. Ja. Irgendeine neue Situation. Eine neue Person. Ja. Eine neue Person in der Familie irgendwie. Es gibt hier, wie gesagt, eine wunderschöne Mischung von Karten. Eine wunderschöne Mischung von Karten, ja. Mit unseren Zendeschwertern habe ich nochmals der König der Münzen. Nochmals der König der Münzen. Und wieder, willst du was wissen? Der König der Münzen habe ich einmal, zweimal, dreimal. Also ich habe wieder, ich habe hier ein König der Münzen dreimal auf den Tisch. Dreimal auf den Tisch. Wir reden wirklich über eine sehr wichtige Energie für dich. Eine ermächtigte Energie. Und wie gesagt, Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau muss aber nicht unbedingt sein. Diese Energie kann wirklich für eine sehr stabile Energie, finanziell gesehen auch, was mit einem Ehemann zu tun hat, Ehefrau, einem Ex, mit einem Chef, mit Arbeit. Also es ist egal, was wir hier, also du wirst wissen, wer diese Energie für dich ist, weil dreimal die gleiche Energie. Und die Königin haben wir nämlich auch auf dem Tisch, die Königin der Münzen. Wir haben hier mit Familie, möglicherweise mit Familie zu tun. Weil die Energie wieder zeigt sich sehr stark, ja. Es zeigt sich einfach sehr, sehr stark. Das siehst du ja. Ja. Also einen Ritter der Stäbe. Wieder. Also was mein Gefühl ist, irgendwie es gibt hier eine Kommunikation, ne? Oder eine Handlung, eine Bewegung gibt es hier von einer wichtigen Person. Eine Bewegung zu dir. Aber da, wir reden hier über eine Situation, die möglicherweise wieder bereits beendet ist, ja? Weil diese Mischung von Karten ist einfach deutlich. Diese Situation hier, diesen König der Stäbe, also hier habe ich einen Ritter der Stäbe. König der Münzen, Entschuldigung. König der Münzen, Ritter der Stäbe. Also es könnte sogar möglich sein für manche wieder, dass diese Situation sich, also dieses Kommen und Gehen
oft das jetzt da war oder ja, eine Situation, die möglicherweise beendet schon war, aber die Energie ist irgendwie immer gekommen und wieder gegangen oder irgendwie ist nie so richtig gegangen, ist nicht so richtig gegangen. Auf jeden Fall, es gibt hier diesen Kontakt irgendwie mit einem König der Münzen ist hier. Und das spricht für eine Vergangenheit. Ja? Also das hier spricht für eine Vergangenheit. Und eine Vergangenheit mit vielen Enttäuschungen. Also hier sind bereits mehrere Enttäuschungen schon vorgekommen. Wir reden hier über eine Langzeitbeziehung, in manchen Fällen schon. Viele Jahre mit dieser Energie. Und irgendwie wieder zeigt sich diese Energie immer noch in der Mitte für dich. Dass das für manche mit einer Arbeit zu tun haben könnte möglich sein. Und eine Situation, die man beendet oder eine Entscheidung, die man jetzt treffen muss, also jeder für sich muss schauen, wie die Energie in Resonanz kommt, ja. Aber nochmals, König der Münzen zeigt sich dreimal in deiner Kartenlegung. Und das will uns auf jeden Fall was sagen. Also, weil du weißt, Zufälle gibt es ja nicht, ja. Es gibt nur Synchronisierung und diese Energie ist sehr wichtig für dich. Wie du siehst, wieder, also hier habe ich natürlich Vergangenheit, ja. Vergangenheit, die immer wieder kommt und geht oder wie auch immer. Es gibt hier nochmals eine Kommunikation, aber das spricht für eine Vergangenheit wieder. Die Sache ist, das stellt dich natürlich in eine komplizierte Situation irgendwie. Warum? Weil wieder bei dir ist eine ganz neue Situation da. Ja. Also ich rede über wirklich Liebe. Also hier ist Liebe, ja. Also hier ist Liebe. Also wir reden hier über Seelenpartnern, über eine starke Seelenverbindung. Und das bestätigt auch das Ergebnis. Eine starke Seelenverbindung zu einer Person. Und das ist neu, ja? Das ist komplett neu. Das ist komplett neu. Und das ist komplett alt. So kann man das sehen. Entschuldigung. Es wird nicht für alle gleich in Resonanz kommen. Aber was deutlich ist, wieder, dass diese Energie hier für dich sich sehr, ja, deutlich zeigt. Es gibt hier gar keinen Zweifel, was wir hier haben. Hier gibt es vielleicht einen Zweifel, aber ich weiß nicht warum. Weil mit solchen Karten, also auf jeden Fall denke ich, du wirst Klarheit bekommen. Die Sonne ist ja da. Es gibt Licht in dieser Situation. Weil irgendwie mit diesen Karten können gar keinen Zweifel geben. Ja, keinen Zweifel geben. Wieder in deiner Unbewusstheit haben wir einen König der Kelche, Wasserelement. Du siehst, wir haben momentan Erde, Luft, Wasserelement auf dem Tisch. Ja? Aber Feuer sieht man hier auch. Mit den Ritter der Stäbe sieht man auch diese Feuerelement hier. Ja? Also Sternzeichen Löwe ist zu sehen. Könnte auch Schütze oder Widder wie du sein, ja? Genau, Sternzeichen Löwe, sehr stark zu sehen, habe ich dir ja vorher gesagt. Genau. Auf jeden Fall, hier haben wir mit zwei Energien Minimum. Jetzt, ja? Dieser König der Kelche ist begleitet mit drei der Schwerter und ein König der Schwerter. Also wieder, so wie der König der Münzen, ich muss dir sagen, der König der Schwerter wiederholt sich einmal, zweimal, dreimal in deine Kartenlegung. Ja, also genauso wie der König der Münzen, der König der Schwerter wiederholt sich mehrmals für dich da. Und das nochmals, es bestätigt eine Energie. In diesem Fall Luftelement,
Wassermann sehr stark zu sehen, Waage oder Zwilling, ja? Eine vielleicht etwas kalte Energie, aber hier wieder habe ich Nummer 3 der Schwerter mit einem König der Kelche und einem König der Schwerter. Ja? Also du siehst ja, diese Dreier-Situation ist hier. Also wir haben hier mit einer dritten Person auf jeden Fall. Also ich könnte schon denken, wir reden hier über eine Treulosigkeit, weil einfach, also mir kommt das einfach zu sehr so deutlich vor. Ja, es ist irgendwie, ich habe zwei der Schwerter auf dem Tisch, doppelt gesehen und jetzt drei der Schwerter. Vier der Schwerter war auch da. Einen Schmerz ist hier zu sehen, in deiner Unbewusstheit. Zwei Energien, ja, Wasser und Luft. Ja? Es ist ja klar wieder, wenn du jetzt diese König der Kelche wärest, weil wir wissen, wie das ist. Ja, es kann schon möglich sein, dass manche Energien für uns direkt reden, weil wir in diesem Element sind in dem Moment, ja? Also wenn dieser König der Kelche für dich spricht, ist ja klar, dass diese Situation für dich bereits geheilt ist, weil du irgendwie in einen Balance in deine Emotionen gekommen bist. Würde ich denken, aber wenn ich dir jetzt ehrlich bin, denke ich nicht. Weil, weißt du warum? Weil, wie gesagt, wir haben in der Mitte zwei der Schwerter, zehn der Schwerter und jetzt drei der Schwerter und hier habe ich sogar acht der Schwerter. Wir haben viele Schwerter auf deinem Tisch für dich. Was für den Monat April spricht, wieder, aber ich denke, diese Gefühle hier hast du sogar gerade jetzt auch noch. Zeige ich dir gleich. Also wieder, ich habe bei dir total viele Menschen. Total viele Menschen. Also ich habe alle Könige auf dem Tisch. Alle. Was man sieht, ist, dass natürlich im Monat April das Gefühl für dich erstmal wäre wieder, dass du nicht weißt, was du entscheiden sollst. Ja, also das sage ich jetzt erstmal so. Warum? Weil, also es sind Optionen hier. Es sind Optionen, es sind mehrere Personen, ja? Und du wirst mit Vergangenheit und eine neue Situation zu tun haben. Ja? Währenddessen sehr wahrscheinlich wieder wirst du dich mit deinen Tätigkeiten, deiner Routine beschäftigen und mit Arbeit und damit du dich ablenkst, ja? Du lenkst dich mit dieser Situation ab. Aber du nimmst dir Zeit, das sieht man auch. Also du nimmst dir schon Zeit für diese Situation. Aber schau mal jetzt wieder in dein Bewusstsein haben wir die Karte der Turm. Und das ist natürlich logisch. Also das ist ja hier also extrem wichtig. Weil die Karte der Turm, du musst dir so vorstellen wieder, die Karte der Turm ist eine Karte, die nicht mit uns direkt zu tun hat. Also wir können diesen Turm nicht beeinflussen, weil es ist keine Entscheidung, die direkt durch uns gekommen ist. Du musst dir so vorstellen, dass diesen Turm, diese Karte, eine Karte ist, die mit unserem Universum, mit Gott verbunden ist, zu tun hat. Und wenn das Universum oft das jetzt gesehen hat, dass du in der falsche Richtung gehst, dann kommt ein Turm. Mit diesem Turm wollen die dir sagen, wo möchtest du wieder jetzt hin? Du weißt, dass dieser Weg da nicht der richtige ist. Du weißt, du hast mehrere Erfahrungen jetzt hinter dir.
Du hast jetzt was erlebt, du weißt schon, was los ist, trotzdem gehst du immer wieder in die gleiche Richtung und das ist nicht die Richtung, das ist nicht der Weg. Ja, also dieser Turm wird dir den Weg zeigen. Dieser Turm am Ende ist positiv, ja. Also so sehe ich das immer. Ein Turm ist positiv, weil es ist hart, ja. Also niemand hat gesagt, es wäre einfach, ja. Veränderungen sind hart, aber nötig. Ja, und das ist dieser Turm hier. Eine Situation, die keine solide Basis hatte. Ja, keine solide Basis in eine bestimmte Situation. Ja, und das kann für jeder von uns über was ganz anderes reden. In deiner Legung kann ich dir halt nur sagen, wirklich, dass ich wirklich viele, viele Energien habe, viele Menschen da sind. Und dass diese Situation dich direkt irgendwie in irgendeiner Weise blockiert. Ja? Aber es ist auch logisch, dass sehr wahrscheinlich du, nicht mal du, hier weißt, was du zu tun hast. Es ist kompliziert, wie sich die Energie zeigt, weil mehrere Personen sind. Was ich positiv finde, ist wieder, dass die Sonne in der Mitte von deiner Kartenlegung als Thema da ist. Und das bringt immer Licht in der Situation. Was ich dir sagen möchte, ist, am Ende im Monat April, obwohl die Energie sich so zeigt, wirst du schon den Weg finden. Du wirst schon den Weg finden, natürlich. Mit Hilfe, sehr wahrscheinlich wirst du Hilfe bekommen, aber du wirst den Weg finden. Ja? Der Turm, 8 Schwerter, Puppe der Münzen. Puppe der Münzen ist rausgekommen, als ich die Karten zusammengemischt habe. Eine der Karten war ein Puppe der Münzen, was auch für ein Kind sprechen könnte. Diese Puppe der Münzen habe ich auch auf dem Tisch nochmals. Es wiederholt sich. Wie du siehst, die Energien wiederholen sich ständig hier. Und wir haben viele Menschen. Ne? Klar, wir können hier mit Familie zu tun haben. Wir können mit Kindern. Wir können mit Optionen natürlich. Also wieder. Also du wirst natürlich besser wissen, was hier los ist. Ich meine, die Energie zeigt sich nämlich so. Also die 8 Schwerter hat auch mit Angst zu tun. Ne? Also hier haben wir irgendwie mit gewissen Ängsten zu tun. Wieder. Was mit einer jüngeren Energie zu tun hat? Mit einem Bube der Münzen? Mit jemand vielleicht, wieder mit jemandem, die vielleicht eine Entschuldigung bei dir abgeben möchte? Also diese Situation macht dir irgendwie Angst oder Blockade? Diese Situation blockiert dich so sehr, dass du irgendwie nicht handeln kannst. Du kannst nicht handeln. Also du blockierst dich durch eine Energie, die, tja, die sehr wahrscheinlich du kennst. Sehr wahrscheinlich nicht. Du kennst diese ganzen Menschen hier. Hier gibt es eine Blockade. Und sehr wahrscheinlich wieder, was ich hier verstehen möchte, ist, dass das für dich, dass das, da das hier für dich so kompliziert erscheint, wirst du Hilfe bekommen. Du wirst Hilfe bekommen. Diesen Turm musst du als eine Hilfe sehen. Und weißt du, warum ich ganz genau weiß, dass das eine Hilfe für dich ist? Weil die Karte, die Sonne, auch da ist. Ja, also es gibt hier eine Heilung. Eine Person hat hier eine bestimmte Situation jetzt geheilt, wieder. Und ich denke, das bist du tatsächlich. Du hast eine Vergangenheit bereits geheilt. Es gibt hier eine Heilung, was mit der Gesundheit zu tun hat, mit der Seele, mit Herz. Aber hier gibt es bereits eine Heilung. Ja? Wieder. Und das ist deutlich. Das sehe ich deutlich.
Wirklich, das ist diese Selbstliebe ist da. Diese Heilung ist da. Und ja, das hat natürlich mit der Vergangenheit zu tun. Deswegen habe ich es dir gesagt, in manchen Fällen bist du sogar diese Energie, diese König der Kelche, denn auch einen Balance in den Emotionen jetzt bekommt. Ja, man ist balanciert, emotionell gesehen. Man hat seine Mitte gefunden. Ja? Und ich denke, es gibt hier eine Heilung von einer bestimmten Situation in deiner Vergangenheit. Aber diese Vergangenheit irgendwie wieder, diese Vergangenheit ist noch da. Ja? Und diese Vergangenheit ist noch da. Du musst natürlich jetzt schauen, wer das für dich ist, ja? Weil die Vergangenheit ist lang. Auf jeden Fall, es gibt hier eine Hilfe. Es gibt hier eine Hilfe in dieser Situation, die dich blockiert. Was mit einem Puppe der Münzen zu tun hat, was mit einem vielleicht jemand, eine Entschuldigung, die jemand vielleicht, oder jemand, der versucht, sich zu versöhnen, oder eine Kommunikation, oder wie auch immer, es gibt hier einen Turm. Um irgendwie dir die Situation zu erleichtern. Ne? Es ist logisch hier. Also schau mal. Schau mal hier. Drei der Schwerter und zehn der Schwerter. Schmerzen. Schmerzen sind hier. Enttäuschung, Treulosigkeit, ja, und eine Blockade. Hier gibt es aber eine Heilung. Also diese Person hier gibt schon den Rücken und ist bereits geheilt. Das habe ich wirklich interessanterweise für den Sternzeichen Steinbock gestern gehabt. Ja. Und es gab noch eine Löwe auch. Genau, Sternzeichen Löwe auch, ja. Auf jeden Fall, es gibt hier eine Blockade. Es gibt hier eine Situation, wo ich nicht die Realität oder die Wahrheit sehen kann. Wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Gibt es hier. Weil ich Angst habe, weil mein Ego, also diesen Ego ist natürlich hier sehr stark zu spüren wieder. Also diesen Ego ist hier sehr stark zu spüren. Ja. Tatsächlich. Diesen Ego ist sehr stark hier zu spüren. Was werden die anderen sagen? Soll ich nicht? Also hier spielt den Ego eine große Rolle. Ja? Also man hat Angst. Ja? Man hat irgendwie Angst. Man sieht natürlich Kinder. Ja. Interessant. Also wieder. In deiner Nähe Vergangenheit habe ich eine Königin der Münzen, ein König der Schwerter und die Herrscherin. Du verstehst, was ich jetzt meine, ja? Also du siehst, wie viele Menschen ich in deiner Leben habe. Das spricht für deine Nähe Vergangenheit. Königin der Münzen, König der Münzen habe ich da. Sogar in der Zukunft. Also spricht schon für eine Ehefrau, einen Ehemann. Eine Mutter irgendwie. Aber dann habe ich auch eine Herrscherin. Ich habe hier zwei Frauen. Und ein König der Schwerter. Irgendwie wieder habe ich hier, wie du siehst, mit zwei Frauen zum Beispiel und einen Mann hier zu sehen.
Es kann für jeder anders sein, weil wir haben alle Energien auf dem Tisch. Aber man sieht schon hier diese irgendwie mentale Energie, die Gedanken sind da, die Entscheidungen sind da. Irgendwie das Gefühl wäre hier in der näheren Vergangenheit wieder, was für jetzt sein könnte. Es könnte das hier für jetzt reden, weil diese Legung ist für April. Von da aus, das kann für jetzt diese Vergangenheit reden, ja. Also es gibt hier eine klare Kommunikation irgendwie. Und eine Entscheidung, aber du siehst ja nochmals zwei der Schwerter. Deutlich. Zwei der Schwerter. Also eine komplizierte Entscheidung. Also Luftelement, Erdeelement, Wasserelement auch auf dem Tisch. Und Sternzeichen Löwe sehe ich hier auch sehr stark. Obwohl, ja, ein Ritter. Also der Ritter hier natürlich, der Ritter der Stäbe ist dieses Kommen und Gehen und Wieder, wie du siehst, es ist ja deutlich, dass wir hier mit ermächtigten Energien zu tun haben, mit Familien zu tun haben, mit finanziellen Verantwortungen gegenüber anderen Personen, mit Ex zu tun haben, mit neuen Anfängen, neue Situationen, aber eine Vergangenheit auch. Das ist, was man hier sieht, wieder. Wieder, klar, hier, eine Sache ist hier klar, dass du eine wichtige Person kennengelernt hast oder neu kennengelernt hast oder irgendwie hier ist eine neue, es zeigt sich eine neue Situation, wo du sogar weißt, dass das hier für dich, für deinen Seelenpartner spricht und trotzdem hast du hier Angst, eine Entscheidung zu treffen wegen keine Ahnung, warum. Wegen anderen Personen. Also, schau mal. Wieder Ritter der Kelche. Ritter der Kelche wieder spricht für eine Bewegung. Hier haben wir der Romantiker, eine Person, die verliebt ist, die eine Liebebotschaft abgeben möchte. Eine Person, die kommunizieren möchte. Also hier zeigt sich eine Kommunikation wieder. Ja? Begleitet mit vier der Münzen und König der Münzen. Ist unglaublich. Unglaublich, unglaublich. Ich kann es nicht anders sagen. Denn König der Münzen, König der Münzen, also das spricht für Zukunft, Thema, Energie und Vergangenheit. Also wieder, du wirst wirklich sagen, aber das ist nicht normal. Ja? Also Zukunft, König der Münzen, als Thema, König der Münzen, in der Energie, König der Münzen und in der Vergangenheit, Königin der Münzen. Und wieder, ja, also was ich sehr stark sehe, ist diese Situation, was mit deiner religiösen Erziehung zu tun hat. Ja, mit dieser religiösen Erziehung, mit diesem alten Verstand, mit diesem Ego. Also es gibt hier einen starken Ego, ja, natürlich. Weil die Situation ist, so wie wir gesehen haben, sehr wahrscheinlich reden wir hier über eine Vergangenheit. Eine Vergangenheit, eine Situation, die eigentlich schon fertig sein sollte, aber irgendwie ist ziemlich in dieser Gegenwart präsent, ja. Also es ist ziemlich präsent hier. Ziemlich präsent, ja. Wie will man sich weiterentwickeln, wenn eine Vergangenheit immer noch so präsent ist, ja? Also schau mal bitte, welche Karten. Vier der Münzen, König der Münzen.
Und irgendwie wieder, also es zeigt sich hier eine Person, die nicht loslassen möchte. Jemand möchte hier nicht loslassen. Jemand klammert an eine Person, jemand klammert an eine Situation. Wieder. Jemand möchte sogar eine Versöhnung. Entschuldigung, meine Pause, ja? Ja. Also Entschuldigung, meine Pause. Aber wie du siehst, wieder, also wir haben hier mit einer Energie zu tun, die in Wirklichkeit, man denkt hier, dass hier diese Person tatsächlich im Frieden kommen möchte und Gespräche führen möchte. Also es gibt hier ein Gefühl von sich versöhnen zu wollen. Und wie du siehst, ich meine, was soll ich dir hier sagen? Es gibt hier einen König der Münzen und vier der Münzen. Eine Person, die eigentlich festklammert und nicht loslassen möchte. Und irgendwie natürlich Münzen, Münzen, viele Münzen. Eine Person, die finanziell auch natürlich nicht verlieren möchte. Es gibt hier schon, wenn ich dir ehrlich bin, wieder auch eine gewisse finanzielle Interesse. Ja? Also hier reden wir immerhin über Münzen. Dieser König der Münzen, ja, sieht nur Münzen. Ja, was soll ich dir hier sagen? Ich meine, jemand möchte nicht verlieren, aber wirklich nichts verlieren. Ob das jetzt Geld ist, ob das jetzt ein Interesse ist, eine Person, aber auch hier zeigt sich diese Energie. Schauen wir mal ein bisschen weiter jetzt wieder. Du spürst wie ich, diese Situation spürst du genauso wie ich. Weil es ist extrem deutlich. Und sowas habe ich noch nie gehabt. Ja? Deswegen ist jetzt auch meine. Also sowas habe ich noch nie gehabt. Wirklich nicht. Diese extreme viele, viele König und Königinnen auf den Tisch. In deine Gefühle wieder. Hier, jemand möchte gehen. Wow, qué fuerte. Da wirst du sehen, was es gekommen ist. In deine Gefühle, jemand möchte gehen. Aber weißt du, was das ist? Tatsächlich, wieder. Eine Person möchte zurückkommen. Tatsächlich. Eine Person möchte zurückkommen. Wieder. Also, wieder. Monat April. Wirst du dich wundern? Du wirst dich wundern und du wirst an mich denken. Achte Kelche begleitet mit neunte Stäbe und neunte Stäbe. Neunte Stäbe doppelt. Wieder die Nummer 9 wiederholt sich bei dir dreimal. 999. Das spricht für fast ein Ende in einer Situation. Also wieder. Schau mal jetzt hier. Die Nummer 9 ist auch sehr wichtig für dich. Spricht für den Monat September. Die Legung hier ist für April. Aber den Monat September wird für dich sehr, sehr wichtig werden. Wieder. Du wirst dich wundern. Du erwartest gar nicht, was für dich jetzt im April kommen wird. Du erwartest das gar nicht. Du erwartest das nicht. Es gibt hier eine Person tatsächlich, die sehr wahrscheinlich zurückkommen möchte, die vielleicht dieses Kommen und Gehen da ist, wieder, dieses Kommen und Gehen irgendwie.
Aber es gibt hier bereits eine Situation, die man nicht mehr möchte, weil schon zu sehr oft dieses Kommen und Gehen ist. Man ist müde, man ist müde, man hat es satt von einer bestimmten Situation. Man ist bereits ziemlich enttäuscht von dieser Situation, von dieser Person. Man ist ziemlich enttäuscht. Zweimal neunte Stäbe in deine Gefühle. Es ist doch logisch, dass man dieser Situation nicht mehr vertraut. Ich meine, die Karten bei dir wieder sind stark, ja? Sind stark und spricht sehr, sehr viel über eine bestimmte Person in deinem Leben, die du wissen sollst, wer diese Person ist. Weil diese Person kommt und geht und bewegt sich so, wie es er, wie es ihr passt. Und denkt tatsächlich, dass du ständig da sein wirst für sie, für ihn, wenn die kommen. Man ist kurz hier vor einem Ende. Und dieses Ende sieht man hier. Wieder. Diese zweite Schwerter zeigt mir irgendwie eine komplizierte Situation. Obwohl, wenn ich dir ehrlich bin, so kompliziert sollte dir nicht fallen, die Situation, weil du weißt schon, was hier los ist. Du kennst das, was du hinter dir hast, was du hinter dir verlässt, kennst du ja. Und das Neue, was du hier auch jetzt hast, ja. Das Neue ist einfach mit der Karte die Sonne begleitet. Wir reden hier über eine starke Seelenverbindung zu einer Person. Wir reden hier über wirklich Seelenpartnern. Das ist Licht hier. Das hier ist Licht. Und das hier ist nicht so viel Licht. Ja? Also hier ist der Himmel bewölkt. Ja? Schau mal, hier ist natürlich viel Sonne. Also der Monat August, September wird für dich sehr wichtig sein. Sehr wichtig sein. Und du wirst an mich denken, sicher. Was du von außen anziehst, wieder, es ist ja klar, vier der Kelche. Das ist ja logisch, ja. Also man sieht schon hier Optionen bei dir, man sieht das ja. Aber man sieht auch eine Situation, die du kennst, hat natürlich mit deiner Vergangenheit zu tun hat, wo du sehr stark nachdenkst, wirklich nachdenkst, aber dir schon langweilig ist, eine bestimmte Situation. Ja, aber nochmals wieder, das Universum bietet dich eine neue Situation an. Ne? Und das weißt du. Das weißt du. Ritter der Schwerter, drei der Münzen. Hier zeigt sich eine abrupte, schnelle Kommunikation. Hier zeigt sich wichtige Gespräche mit einer Person. Möglicherweise wieder, das ist das, was du am Nachdenken bist. Und wenn du das nicht bist, ist dein Gegenüber. Also hier irgendwie das Gefühl ist, obwohl das spricht ja für dich in Wirklichkeit, ja, was du von außen jetzt anziehst. Also du möchtest hier eine schnelle, abrupte Kommunikation machen. Du möchtest hier Gespräche, wichtige Gespräche mit einer Person. Für manche kann das mit Arbeit zu tun haben, kann möglich sein. Aber hier, also mein Gefühl ist, ich habe hier ein starkes Gefühl von eine wichtige Person für dich. Ich rede hier über Kompromisse auch. Ja? Also man möchte tatsächlich hier Kompromisse eingehen mit einer Person. Ich rede über Kompromisse natürlich. Ich rede über Verlobung. Ich rede über Hochzeit. Ich rede, dass man sich wirklich zusammen mit einer Person zusammensitzt und spricht über eine wichtige Kompromiss. Also man möchte ernst in der Situation eingehen. Ja? Starke Legung.
Starke Legung. Schau mal jetzt hier, also Wahnsinn, schau mal hier. Deine Wünsche ist natürlich, deine Situation zu verändern. Also du möchtest eine bestimmte Situation in deinem Leben verändern. Du möchtest von da, wo du bist, rausgehen. Es gibt vielleicht hier eine geografische Distanz zu einer Person wieder, kann möglich sein, aber nochmals die Nummer 2, wie du siehst. Die Nummer 222 ist eine wichtige Nummer für dich. Ja, spricht natürlich auch für dieses Jahr. Und für die Karte, die Liebenden, ja. Die Karte, die Liebenden wieder. Sternzeichen Zwilling ist auch hier sehr stark zu sehen mit dem König der Schwerter. Aber nicht nur das, sondern spricht für eine wichtige Entscheidung. Nochmals eine wichtige Entscheidung. Also diese Karte hat mit der Zukunft zu tun, sehr viel. Man möchte wirklich. Schau mal, diese Karte begleitet mit Ass der Münzen und einen Puppe der Münzen. Nochmals. Der Puppe der Münzen wiederholt sich dreimal. Nochmals. Kinder sind hier zu sehen. Aber, tja, Ass der Münzen. Also wieder. Ich rede hier über wichtige Verträge. Wichtige Verträge. Wichtige Kompromisse. Neue Projekte in manchen Fällen. Neue Projekte mit viel Reichhaltigkeit. Ja? Ein Haus, das verkauft wird. Geld, was reinkommt. Viel Reichhaltigkeit. Verlobung. Ja? Eigentums. Wie gesagt, Eigentums, die man verkauft, Geld, was reinkommt. Was kann ich dir hier mit diesen Karten sagen? Dass das einfach sehr positiv ist, aussieht und ist. Ja? Wieder, dass man hier, man merkt hier, dass irgendwie Verantwortungen anderen gegenüber oder andere, dass man hier vielleicht sogar Familie hat oder eine dritte Person da war oder das und jenes, das sieht man hier schon. Das sieht man hier schon. Aber deswegen ist diesen Konflikt, was man bei dir sieht, in der Mitte, ja. Man spürt einen gewissen Konflikt, du mit dir selber. Also eigentlich du mit dir selber. Ja. Aber das hat irgendwie einen Grund auch. Und das hat mit dieser Situation, was du irgendwie am Nachdenken bist, sehr stark nachdenken, ja, über wie du irgendwie entscheiden wirst, wie du machen wirst, wie am Nachdenken. Ja, es gibt hier eine Entscheidung, die man treffen möchte. Und diese Entscheidung sieht ziemlich sehr, sehr positiv aus. Und ja, entweder haben wir hier mit Altersunterschied zu einer anderen Person oder hier gibt es, wie gesagt, nochmals eine Situation, wo man sich neu fokussiert. In eine neue Richtung. Die Zukunft ist hier zu sehen. Wichtige Gespräche mit einer anderen Person oder mit, wie gesagt, wichtige Gespräche für einen ernsten Kompromiss. Es gibt viel Reichhaltigkeit hier. Es gibt hier tatsächlich. Eine neue Geburt, eine neue Person in der Familie. Die Sonne scheint zweimal. Also hier haben wir zweimal die Sonne. Zweimal die Sonne. Es kommt Geld rein, also wir haben hier mit Geld. Ja? Neue Möglichkeiten, die das Universum für dich zur Verfügung stellt. Ja? Wow, was für Mischung von Karten. Also wieder, schau mal jetzt das Ergebnis. Also wieder, den Monat April ist ein Monat. Ja? Ich meine, schau mal das Ergebnis. 8 Stäbe, 2 Kelche, die Karte, die Welt.
Ich rede über einen neuen Zyklus in deinem Leben wieder, wo ich denke, für mich, ich denke, die Vergangenheit bleibt endlich mal da, wo sie gehört, in der Vergangenheit. Und es gibt ein neues Leben für dich, einen neuen Zyklus. Die Karte, die Welt spricht, ist die letzte Nummer, die letzte Karte in den großen Arkana und spricht für einen neuen Anfang. Und das haben wir bei dir sehr deutlich hier zu sehen. Ich rede hier über neue Anfänge. Ich rede hier über neue positive Anfänge. Aber sicher, und du kannst mir glauben, ich rede hier über eine starke Seelenverbindung zu einer anderen Person. Das spricht für mich, für Seelenpartner, was ich hier habe. Zwei Personen, die viel gemeinsam haben, die sich sehr gut verstehen. Zwei Personen, die irgendwie, die, es zeigt sich hier Unterschiede zwischen zwei Personen wieder. Eine Person vielleicht, die in einem anderen Land wohnt oder in einer anderen Stadt. Eine Person vielleicht, die eine andere Kultur als du hat oder eine andere, wie gesagt, Sprache. Eine Person, die vielleicht mit dir viel über Internet kommuniziert. Es gibt hier wahnsinnig viel Kommunikation in April wieder. Viel, viel Kommunikation über Internet. Wir haben hier wieder im April mit Reise zu tun. Mit viel Reise. Viel Bewegung, viel Handlung. Eine starke Leidenschaft zu einer Person. Wünsche, die in Erfüllung kommen. Ich meine nicht, dass ich dir jetzt hier schön anreden möchte. Aber wie du verstehen wirst, mit dieser Mischung von Karten, was soll ich hier sagen? Ich meine, freue dich einfach wieder. Freue dich, was auf dich neu zukommt, die, auf diese neuen Segnungen, die das Universum für dich vorbereitet ist. Freue dich, weil du darfst dich freuen. Du darfst dich tatsächlich freuen. Den Monat April, den Monat, ich habe dir vorher gesagt, den Monat September, glaube ich. Ja? Also den Monat August, September wird sehr wichtig für dich sein. Vielleicht sogar, es gibt hier einen Umzug. Man zieht zusammen um, also mit einer Person. Es gibt hier, man sieht diese Person. Also es gibt hier eine starke Anziehungskraft, Leidenschaft für eine Person. Es gibt hier eine starke, gute Sexualität mit, zwischen zwei Personen, weil die Verbindung, die Seelenverbindung hier ist wirklich stark. Ich rede hier über eine neue Situation. Es ist eine neue Person wieder. Es spricht nicht für eine Person von deiner Vergangenheit oder zumindest nicht von einer Person, wo du viele Enttäuschungen jetzt gehabt hast. Spricht für eine Person, die du sehr wahrscheinlich schon kennst, aber mit der du nicht so richtig eine Beziehung hattest. Ich rede über eine neue Situation und Entschuldigung, ich muss diese Karten immer wieder zusammensehen, weil die sehen so schön aus. Erste Kelche, zweite Kelche, die Sonne und die Welt, erste Münzen. Also, ich meine wieder, ich bin ohne Worte. Ich bin ohne Worte. Ich bin ohne Worte. Und nochmals, du bekommst Hilfe. Du bekommst tatsächlich Hilfe.
Was will ich dir damit sagen? Mach dir gar keine Sorgen oder ja, habe keine Angst. Habe keine Angst. Mach dir gar keine Sorgen, weil du bekommst Hilfe in dieser Situation. Warum? Logisch, weil wir hier mit Seelenpartnern zu tun haben. Von da aus das Universum wird alles möglich machen. Ja, hier haben wir mit dem Schicksal zu tun. Also es wird für dich gearbeitet und es wird für dich alles möglich jetzt gemacht, damit du mit dieser Person zusammenkommst. Das ist nicht normal hier. Wieder. Wir reden über Geld. Wir reden über den Verkauf eines Hauses. Es gibt hier viel Reichhaltigkeit. Ja? Wir reden über viel gemeinsam mit einer Person. Also man spiegelt sich zu einer anderen, mit einer Person. Das, was du denkst, denkt die andere Person auch. Ja? Wünsche, die in Erfüllung kommen. Bueno, also wieder, ich könnte mit diesen Karten da nur weiter halt mir das anschauen. Also es sieht wirklich sehr, sehr positiv aus für dich, ja? Aber du weißt ja, ne? Also wieder, irgendwie trotzdem, das sieht wahnsinnig, das Ergebnis ist wunderschön. Und ich denke, das ist das Ergebnis, wenn du das möchtest. Wenn du das möchtest, das ist das Ergebnis. Und warum sage ich, wenn du das möchtest? Weil, vergesse nicht, einen solchen König der Münzen wird sich melden. Und dieser König der Münzen, den kennst du. Oder diese Königin der Münzen, den kennst du, die kennst du. Und deswegen ist diese Situation hier. Jetzt weißt du, was ich meine, ja? Also es gibt hier, und warte mal kurz, jetzt muss ich nochmals was dir sagen. Also, schau mal bitte hier. Schau mal bitte hier. Nummer 2, 2, 2, 2. Und jetzt sagt zu mir, ja, also wir haben hier mit einer wirklich Entscheidung zu tun zwischen zwei Situationen, zwei Personen. Ja? Eine ganz neue Situation und noch eine Person, die von deiner Vergangenheit zurückkommen möchte. Deswegen wirst du Hilfe bekommen. Diese Hilfe bekommst du von unserem Universum. Damit sich diese Situation ergeben kann. Deswegen musst du vertrauen. Du musst vertrauen, dass das für dich, so wie es kommen wird, wird richtig sein. Also, ja. Starke Legung. Siehst du bestimmt auch, oder? Starke Legung. Und nicht vergessen, dieser König der Münzen wieder muss nicht für ein Erde-Element reden. Ja, also du weißt, was ich meine. Es kann irgendein Sternzeichen sein, weil die Karte, die Welt, spricht für alle Sternzeichen. Von da aus klammert nicht auf einen bestimmten Sternzeichen, du irrst dich dann. Also sei vorsichtig, weil dieser König der Münzen nicht für allen spricht als Erde-Element, ja? Also deswegen muss man das schauen. Aber du weißt, von wem hier gesprochen wird. Das musst du wissen. Natürlich musst du es wissen. Ja, natürlich. Wahnsinn, wahnsinnige Legung. Ich bin sprachlos mit deiner Legung. Wow. Also. Wieder. Erzengel Michael sagt zu uns: Benutze deine Imagination und du wirst die Antwort sehen. Gebet. Lieber Gott, danke, dass du mir die Weisheit und Kreativität verleihst, deine Wunder auf neue und unerwartete Weise zu sehen. Dankbar und in Demut nehme ich deine Hilfe an. Beschreibe die Situation. Benutze deine Imagination und du wirst die Antwort sehen.
Entscheide dich jetzt glücklich zu sein. Gebet. Danke, dass du mir hilfst, mein Herz für Glück, Freude und Wonne zu öffnen. Ich bin jetzt bereit, das Gute in meinem Leben zu sehen. Entscheide dich jetzt glücklich zu sein. Logisch, oder? Deine Kinder werden von Engeln beschützt. Gebet, lieber Schutzengel, meine Kinder, den Geborenen wie Ungeborenen. Ich danke euch, dass ihr über meine Kinder wacht und für ihr Glück und ihre Sicherheit sorgt. Bitte führt mich, damit ich weiß, wie ich die beste Mutter, der beste Vater und ein Vorbild für meine eigenen Kinder und die anderen Eltern sein kann. Genau, also Kinder sind natürlich hier zu sehen, Familien ist hier zu sehen, also es kann sein, dass das dir auch gewisse Sorgen macht, also deine Kinder werden von Engeln beschützt, ja. Wie du siehst, Entscheidungen sieht man hier, also die kompliziert sind, aber entscheide dich jetzt glücklich zu sein, ja. Interessant wieder, also eine interessante Legung, ja. Und verpflichte dich. Gebet, als Engel Michael, als Engel des Mutes und Vertrauens, rufe ich dich an, mir deine Stärke zu leihen. Erlaube mir, mich mir selbst, meinem Leben und meiner göttlichen Aufgabe zu verpflichten. Bitte führe mich, damit ich mein Herz jeder Erfahrung bedingungslos öffnen kann. Die Situation ist bereits gelöst, aber wirklich. Die Situation ist bereits gelöst. Das sage ich dir auch wieder. Also mach dir nicht so viele Sorgen, weil für dich wird gearbeitet. Und ja, sei liebevoll im Umgang mit dir selbst. Eine schöne Karte. Gebet. Erzengel Michael, bitte leite mich an, mit mir selbst sanft und liebevoll umzugehen. Bei allem, was ich denke, spreche und tue. Hilf mir zu wissen, dass ich dieses Mitgefühl verdiene. Ich lasse jegliche Gefühle von Schuld los, damit ich fortwährenden inneren Frieden erlangen kann. Wow, wow, wow. Positiv denken, sehr wichtig. Wieder positiv denken, sehr wichtig. Also wieder eine... Ich bin sprachlos mit deiner Legung, ehrlich gesagt. Ja. Du hast es selber gesehen. Also ich kann dich jetzt nur wirklich gratulieren. Das Ergebnis für den Monat April für dich ist wahnsinnig romantik. Das wäre das Wort, romantik. Also total schön. Also es gibt hier eine neue Situation in deinem Leben, die dich auch sehr glücklich macht, machen wird. Also genieße das auf jeden Fall. Wir reden hier über Seelenpartnern und ja, eine wichtige Situation in deinem Leben. Also genieße das. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Monat April. Ich danke dir nochmals für deine Likes, deine Abos und bis bald wieder. Ja, danke schön. Tschüss.